Folgendes, was hierzulande völlig normal ist, sollten Sie in Japan auf gar keinen Fall machen. Erstens, mit Schuhen in Privathäuser oder in Wohnungen eintreten. Sie treten entweder barfuß ein oder es werden eben Pantoffeln angeboten. In öffentliche Häuser geht man zwar meistens mit Schuhen, es gibt aber auch Häuser, wie zum Beispiel viele Schulen, bei denen das Eintreten mit Schuhen nicht gestattet ist. Hier werden meistens für Gäste Pantoffeln angeboten. Zweitens, vor den Leuten laut die Nase putzen. Was hierzulande ganz normal ist, gilt in Japan als störend. Sie gehen am besten in eine ruhige Ecke oder nach draußen und erledigen es dort. Das Geräusch erinnert die Japaner wohl an die Nasenflüssigkeit. Drittens, Stäbchen aufrecht in den Reis stechen. Das tut man in Japan, wenn jemand gestorben ist. Daher sollen sie es nicht machen. Viertens, Trinkgeld geben. In Japan werden Kunden in der Regel sehr gut behandelt. Daher möchten sie vielleicht gerne den KellnerInnen ein Trinkgeld geben. Aber tun sie das nicht. In Japan ist es gar nicht üblich. Es könnte unter Umständen sogar als Beleidigung verstanden werden. Vier Tabus in Japan. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und drücken Daumen hoch.